Romantik pur erlebten die zahlreichen Besucher der auf immer und ewig Hochzeitsausstellung im Schlosshotel Zeilern. Galt es doch hier, zahlreichen Ausstellern rund um das tolle Thema Hochzeit einen informativen Besuch abzustatten. Ob Schmuck, Fotografie oder Dekoration, kein Thema blieb offen. Wir machen das jetzt zum 21. Mal. Unglaublich. Aber leider war 21 Mal. Auf immer und ewig kriegt schon kleinweise so ein bisschen Bedeutung. Man könnte es auch so formulieren, dass die ersten Gäste von damals, deren Kinder jetzt schon zum Heiraten anfangen könnten, rein theoretisch. Ja, ist so. Vor Ort trafen wir auch zahlreiche bekannte Unternehmen an. Mit dabei in diesem Jahr waren auch die Floristinnen des Lagerhauses Amstetten, die mit tollen Deko-Ideen aufwarteten. Wir machen auch natürlich von der Trauerfloristik bis zur Hochzeit, bis zur Taufe, bis zum Blumenstrauß, bis verschiedene Arrangements, natürlich alles. Es ist ein wenig eine kleine Nische bei uns und natürlich mit dem Auftritt, da wollen wir uns ein bisschen natürlich auseinandersetzen und auch immer ein wenig präsentieren. So gibt es verschiedenste Gestecke und Blumenarrangements, die für jedes Brautpaar individuell gestaltet werden. Besonders beim Brautstrauß gibt es verschiedenste Trends. Also im Brautstrauß gibt es verschiedene Arten natürlich, ob es jetzt ein länglicher Brautstrauß ist oder ein runder Brautstrauß. Heuer tendiert man wieder eher so auf das Vintage, das heißt eher natürliche Varianten, natürliche Stile, also nichts Künstliches in dem Sinne, eher so die warmen Töne, Wiesenfarben, Wiesenblumen, also eher so immer so das Vintage-Bereich, sage ich jetzt einmal. Das ist sehr stark im Rennen, viel mit Holz kombiniert, ob es jetzt ein Holzstamm ist oder eben, wie gesagt, die Kerzenstände in Holz, also eher so das Braun-Natürliche. Das ist so der Trend momentan, der was uns voriges Jahr schon begleitet hat und heuer sicher nur einstreuen wird ein wenig. Ein sehr wichtiges Thema ist auch die Fotografie. Mit Niederösterreichs besten Hochzeitsfotografen Daniel Schalhas von InShot Foto und Video fand man auch hier einen mehr als adäquaten Partner. Was das Besondere an InShot ist, ist das, dass wir nicht einfach nur herkömmliche Hochzeitsfotografen sind, sondern das Komplettpaket rund um Fotografie und Videos anbieten für Brautpaare und halt alles individuell zugeschnitzt auf die Wünsche vom jeweiligen Brautpaar. Also wir versuchen, so viel Zeit wie möglich mit dem Brautpaar zu verbringen, damit wir aus einer Hochzeit auch eine richtige Geschichte machen können. Also nicht einfach so, wie man es von früher kennt, für 2-3 Stunden dazukommen, sondern wenn möglich wirklich von der Früh, vom Fertigmachen quasi bis zum Feiern zum Schluss. Und um den schönsten Tag im Leben in Form von Fotos und Video festzuhalten, steht ein jung, dynamisches Team zur Verfügung. Also wir sind im Umkreis, sage ich jetzt einmal, sicher vor 100 Kilometern das größt aufgestellte junge Team vor allem und schaffen somit dem Brautpaar exklusive und außergewöhnliche Bilder zu kreieren. Wie man im Hintergrund auch sieht, haben wir Bilder bei Schnee gemacht, haben wir Bilder bei Nacht auf einem Teich gemacht mit selbst gebastelten Laternen. Also wir haben in den letzten 4 Jahren über 130 Hochzeiten begleiten dürfen und sind unter anderem jetzt als Niederösterreichs beste Hochzeitsfotografen ausgezeichnet worden. Und ja, das spricht zum Glück für sich. 28 Aussteller präsentierten ihre Dienstleistungen und Produkte im stilvollen Ambiente des Schlosses. Von der perfekten Frisur bis hin zum pompösen Abschlussfeuerwerk konnte alles vorab durchschmökert werden. So gab uns unter anderem auch Schlafberater Christian Dunkel vor Ort Tipps fürs richtige Ehebett. Also nicht nur die Hochzeitsnacht ist wichtig, sondern auch die weiteren Nächte, dass die Ehe harmonisch abläuft. Es gibt viele Ursachen, was Schlaf hindern kann oder einfach den gesunden, erholsamen Schlaf. Da ist natürlich das ganze Schlafumfeld entscheidend. Wie ist das Bett gestaltet, wie ist der Raum, wie ist das Klima, was habe ich gegessen selbst auch. Also auch Bewegung und Ernährung ist ein Thema, ob ich dann hinten auch gut schlafe und auch vor allem die richtige Schlafunterlage. Dabei legt Christian Dunkel besonders auf eine aussagekräftige Schlafanalyse Wert.
Das heißt, wir ermitteln einmal den Ist-Zustand. Wie schaut es aus mit der ganzen ergonomischen Seite? Gibt es irgendwelche Probleme punkto Wirbelsäule? Und dann gibt es erst die richtige Lösung dazu. Zusätzlich biete ich auch als Service an. Ich bin auch ausgebildeter Wünschelrutengeher, Diplomradiästhet und mache auch eine Schlafplatzanalyse und schaue, ob es also doch alles passt, seitens jetzt, ob es jetzt Wasseradern gibt oder irgendwelche Erdstrahlen oder aber auch technische Strahlen. Somit steht dem perfekten Hochzeitstag also nichts mehr im Wege. Jetzt heißt es nur mehr Ja sagen.